Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Galgenberg. So, wir starten. Da ich ja in der letzten Folge das alles ein bisschen schon mal fertig gemäht habe, klappen wir jetzt den Spaß zusammen und auf geht's zum Hof. So, ich muss euch leider gestehen, die Folge nehme ich jetzt zum dritten Mal auf, weil zweimal hat irgendwie mir die Aufnahme zerhackstückelt. Ich kann euch nicht sagen, woran es gelegen hat, warum es so ist, ich weiß es einfach nicht. Bei der ersten hatte ich kein Bild, bei der zweiten hatte ich weder Bild noch Ton. Und das höchste aller guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal klappt, ansonsten kriege ich einen Schreikrampf. Anders kann ich jetzt nicht mehr sagen. Mal sind meine Aufnahmen eigentlich immer One-Taker, aber diesmal werde ich die Aufnahme. Aber so ist es nun mal. So, was machen wir denn hier abwärts? Waschen tue ich dann. Waschen tue ich dann später. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Wollen wir soweit fertig machen, dass wir dann pressen können. Und aufräumen tue ich dann auch andermal. Let's go. Ich hoffe, das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten kriege ich einen Schreikrampf. Jetzt erstmal zum Ballen pressen, obwohl ich leicht ein bisschen Panik habe, dass hier auf einem Meter schief geht. Gehen wir aber guter Dinge ran. Zum Beispiel aufpassen, dass ich wieder über den Stein hier bügel. Also heimtückisch hinter dem Gebüsch da versteckt ist. Aber wie ist es schön, was willst du machen? Let's go. Rappelt der Unterarm über dem Handgelenk. Ich habe gerade keine Hand frei zum Kratzen. Eine Hand hängt am Gaspedal, eine Hand hängt an der Maus. Weil ich da ein bisschen gefrustet bin, überlege ich, dass ich es zügig so hinkriege. Und darum fahre ich mit Tastatur, da bin ich fitter als mit Lenkrad. Muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich Lenkrad auch schon eine ganze Weile habe, aber irgendwie greife ich immer wieder zur Tastatur. Warum auch immer. Wenn wieder weiter die Abläufe schon automatisch passieren, sogenanntes Muskelgedächtnis. Wo ich mir beim Lenkrad gewisse Sachen erst noch antrainieren muss, damit es funzt. Aber wir geben unser Bestes. Ach, bleibt wieder was liegen. Schade, schade, schade. Ja, das ist es halt so.
schlussendlich so viel wie möglich erschaffe. Und dann in der nächsten Runde, jetzt, wenn ich eben rum bin mit meinem inneren Monk, wo ich die Ecke kann ich dann machen, wenn ich hier unten bin, oben die Kurve, wo wir angefangen haben, das ist das Schlimmere, das wird mich mehr frustrieren, dass alles liegen bleibt. Aber es ist, wie es ist. Bei Klaxo ist so der, dass die Aufnahme verfunzt ist beim ersten Mal, lag so daran, weil ich so mehr oder weniger zwischen Tür und Angel gemacht habe. Weil ich ja am Montag ziemlich gerädert war von Arbeit, dann habe ich mich aber noch sehr lange wach gehalten, indem ich an meinem Modell rumbastel, ein Klemmbausteinmodell. Hat mich hier bis ja, 11:30 wach gehalten, muss ich sagen. Ihm geschuldet, dass es an manchen Stellen sehr wickelig zusammenzubauen ist und auch sehr von der Klemmtechnik oder von der Zusammenfügtechnik da gewisse Teile hast, die du wirklich mit sie anreden musst. Muss ich ganz einfach so sagen. Ein bisschen zu viel Festdruck und der fällt dann teilweise der ganze Spaß auseinander. Klingt zwar doof, ist aber leider so. Weil da auch, ich muss sagen, ich finde sie nicht schlimm, die Bautechnik. Es sind sehr interessante Bautechniken dabei. Aber halt, vielleicht ein bisschen zu experimentell auf Kosten der Stabilität. Soll jetzt keine Kritik an dem Modell sein oder irgendwas, ist eine Feststellung meinerseits. Oder ich bin anderen Klemmbausteinhersteller gewöhnt, wo nicht unbedingt so eine frickelige Technik dahinter steckte, sondern eigentlich relatives Noppe auf Noppe geklemme und dadurch mir ein bisschen Feingefühl und Qualität fehlt. Das wäre jetzt aber nur meinerseits eine Vermutung. Was nun davon zutrifft, keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder ein bisschen von allem. Aber ich habe es noch hingekriegt, dass es zusammenhält. Auf Instagram kann man auch die Fotos sehen, wie weit ich jetzt bin. Bei den halben Hyperraumring habe ich und einen halben Sternjäger habe ich jetzt zur Zeit zusammen. Und ich finde das Zusammenklemmen entspannt, muss ich sagen. Oftmals habe ich zum Entspannen eigentlich hier ein LS genutzt. Aber ich muss auch sagen, das entspannt mich auch. Was ich nicht unbedingt so für möglich gehalten hätte. So. Ganz kurz.
Ach ja, so ist das. So, haben wir jetzt gut weg. Da haben wir 212 Punkte. So, let's go. Da kommt sie. Muss ein bisschen dass ich genau mittig fahre. Dann gucken wir jetzt ein bisschen mehr von oben. Um das gut hinzubekommen, dass nie allzu viel liegen bleibt. Aber hier halt in den Kurven wird sich's leider nicht vermeiden lassen. So, haben wir noch das Ding mit klein gemacht. Jetzt müssen wir es stehen lassen. Ach Mann. Hab kein Glück hier mal sauber zu fahren. So, jetzt für Punkte liegen geblieben, jetzt machen wir schon mal den Fleck hier weg. So. Mit wegnehmen, was geht. Und jetzt würde ich sagen, Attacke. Und da waren wir wieder full. So, komm, gib Gas. So, damit sind wir soweit, dass wir das Thumbnail stehen lassen können. Das Ähnliche, was von der Aufnahme bis jetzt geblieben ist. Thumbnail. Aber manchmal steckt man in der Technik halt nicht drin. Ist einfach so.
Da kann man sich auf den Kopf stellen, manchmal wird es einfach nur Krütze. So, gib Gummi. Läuft man die Griffel ein oder wie? Wahrscheinlich Krampfe. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt mir gelingt und ich das Thema beendet habe. Da krampfe ich mich irgendwie innerlich und da schläft mir scheinbar die Knochen ein. Aber so ist es. Er kam rum. Komm, hau raus den Ballen. Oh. Damit haben wir das Feld jetzt fertig gepresst. Bin ich auch ganz happy, dass ich jetzt erstmal die Geschichte von dem Feld fertig haben. So, damit geht's auf zum nächsten Feld. Mach auch nicht, mach ein neues Thumbnail jetzt. Das ist einfach so. Oh, ich hab dein Schild vorne auf der Gabel. Naja. Wer ist geschildert geworden?
Du, da war für mich das egal, dass wir schon wieder am Folgenende angekommen sind. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt.